Moin, meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wenn bei eurem Bosch Siemens Trockner das Spülen nicht hilft und ihr habt schon ein etwas neueres Modell, könnte es daran liegen, dass die Pumpe festgegangen ist. In letzter Zeit gab es da immer mal wieder Probleme. Die Pumpe erreicht ihr bei diesen Geräten über die Rückwand. Ihr entfernt diese Klappe, die ist oben mit zwei Rastnasen gesichert. Dann seht ihr hier die Pumpe. Die Pumpe ist hier kombiniert mit dem Wasserstandssensor. Das ist also ein Bauteil. Um die Pumpe zu entfernen, löst ihr die Schläuche, hinten die Rastnase und dann könnt ihr die Pumpe herausnehmen und könnt sie euch genauer anschauen. Unten erkennt ihr schon das Flügelrad der Pumpe. Wenn ihr die Pumpe einmal draußen habt, säubert bitte auch den Behälter. Um die Pumpe zu kontrollieren, nehmt ihr sie wie gesagt komplett heraus und ihr könnt mit einem Schraubendreher probieren, ob sich dieses Flügelrad hier unten leicht drehen lässt. Wenn dieses Flügelrad schwer geht, schaut bitte zuerst hinein, ob eventuell Verschmutzungen drin sind. Dort verfangen sich manchmal Flusen. Wenn ihr die Rastnasen löst, könnt ihr den Deckel abnehmen und euch die Pumpe genauer anschauen. Manchmal ist es aber so, dass die Pumpe komplett festgeht und sie muss komplett getauscht werden. Egal, ob ihr nur eine neue Pumpe braucht oder die alte retten könnt, die setzt ihr danach wieder ein, rastet sie ein. Zum Schluss kommt der Deckel drauf und das Gerät sollte wieder funktionieren und der Fehler Behälter leeren wird nicht mehr angezeigt. Für weitere Hilfe und Infos besucht einfach meine Homepage www.waschmaschine-kaputt.com. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert.